So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Together Trials Evolution Gold Edition. Ja, wir sind immer noch zu dritt. Wir haben nämlich gerade eigentlich unsere letzte Folge aufgenommen und dann haben wir einfach mal aus Spaß wieder weitergespielt und gemerkt, scheiße, Mann, irgendwie haben wir jetzt plötzlich so Connection zu Hatice. Deshalb nehmen wir jetzt noch eine Folge auf. Also zu dritt dabei ist Hatice, wie gesagt, und der Sebastian. Und wir haben uns entschieden, jetzt mal keine heruntergeladenen Strecken zu nehmen, sondern einfach diese Standardstrecken und vor allem nur schwere haben wir ausgewählt. Yay! Ja. Ich denke mal, das machen wir jetzt mal. Guck mal, ob wir das wirklich so in gut 10, 20 Minuten schaffen. Ja, ansonsten euch viel Spaß dabei. Irgendwann ist dann auch wieder mal der Nils dabei. Wie gesagt, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, der spielt gerade FIFA. Seit 2 Stunden und 10 Minuten. Es geht los. Und ihr könnt mich sehen, ich bin so süß. Ich bin ja, wissen rosa. Wir noch nicht. Warte doch erstmal ab. Natürlich, ich habe eine Verbindung. Und? Ja, das zähle ich. Hä? Was ist los? Bist du blöd? Du hast mich gerade voll verwirrt, Sebastian. Wegen dir habe ich gerade schlecht gespielt. Du gerade? Sebastian, pfui. Danke, dass du den Spruch machst. Sebastian. Pfui, Sebastian. Ernsthaft, das war richtig pfui von dir. Es ist halt einfach nur schwer. Oh Gott. Du hast gewonnen, weil du gesprungen bist. Ja. Das war nicht gut von mir gemacht, muss ich auch ehrlich sagen. Pressekonferenz hier nach dem Rennen schon, noch während es läuft. Also war nichts gut von mir, hat nicht gut funktioniert. Ja, da müsste das Team besser abstimmen, hab falsche Order gehabt im Kopf. Falsche Team-Order. Falsche Team-Order. Ich bin Erste! Und vielen Dank für alle, die unter die letzte Folge geschrieben haben, dass Hatice hässlich ist. Fick dich, Tim. Wenn mich hübsch findet, schreibt's in die Kommentare. Bitte. Mach vergraul uns nicht den Channel, ey. Ehrlich, ey. Alle, ich brauch Bestätigung. Eigentlich alle 120 außer du und der Nils. Wow! Scheiße. Ja, ich genauso. Ah. Ich bin da runter, dann stoppe ich da, wo du jetzt gerade bist. Ich hab's nicht geschafft. Das ist falsch, was du machst. Du holst zu wenig Power. Schafft es der Sebastian oder schafft er es nicht? Es ist eine ganz wichtige Stelle, das schafft er nicht mehr. Gerade hätte ich noch von der Sekunde hier gesagt, er schafft es. Da roll ich ja gerade runter. Boah! Warum das denn? Du hast es eben nicht geschafft. Mann, bin ich noch Zweite. Gesundheit. Hange. Ey. Ey, wieso crashen wir so schnell? Hä?
Ha. Nein. Ah. Hey. Einfach drauf stehen bleiben. Ja. Ja, nee, ist klar. Das ist, ja, das ist zu fair. Das geht nicht. Doch, natürlich geht das. Edwig gibt's nicht. Immer Weenie oder was? Was? Ich kann nicht draufstehen bleiben. Oh, wie schade. Warum? Ach so. Auf diesem Teil stehen bleiben. Ja, natürlich. Der sagt es doch. Tut mir leid, Herr Tietje. Ja, das sagt keiner. Das haben wir doch gesagt, auch stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, wie stehen bleiben? Auf was denn? Was machst du denn da? Du bleibst da gerade nicht stehen. Ja, das ist die gerutscht von selbst. Bremse drücken. Tu ich doch. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, Bremse. Na komm, du Scheißfassen, na komm. Toll, ey. Oh, dann so ein krasser Tod, hast du gerade gesehen? Es ging batsch runter und du bist mit dem Kopf voll gegen das Brett geknallt. Und? Hund. Sabine, echt? Was heißt hier dummer Hund? Was machst du denn? Es macht keinen Spaß, mit dir zu spielen. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mehr mit dir spielen. Oh. Ich kann sie nicht verstehen, wenn ich spiele, weil ich dann mein Headset aufhabe. Ja, warum hast du es denn mal auf? Du musst mir zuhören. Ich bin eine Frau muss man immer zuhören. Oh mein Gott. So ein hässlicher Junge, Tim. Richtig hässlich. Nein. Ah. Natürlich, Sebastian. Was? Natürlich ist er hässlich. Wer? Tim. Ja. Ich war doch schon oben drauf. Ist nicht wahr, ey. Meine Freunde und Kollegen, alle anderen. Ah. Du behindert das Ding! Warum? Warum tust du mir das an? Ja. Nein! Du, Atitja, hast viel zu lange gewartet. Du hast die Entscheidung nicht frühzeitig getroffen, dass du es nicht schaffst. Dann hättest du es noch geschafft. Ja. Und das ist nun der Wechsel. Es ist nicht. Doch, der kommt nicht. Jetzt erst. Oh, Stammhalter kommt jetzt. Oh, ich bin gerade so abgefuckt. Habt kurze Frage an die Leute, die gerne bei uns kommentieren. War Tietje schon mal nicht abgefuckt? Nein. Fuckt mich nicht ab, Leute. Warum?
Ich bin sauer. Ich kann die Stelle nicht. Wie habt ihr den Anfang gemacht? Oh nein, das ist die Map. Ich kenne sie nicht. Doch, die kennst du. Oh, das war gerade ein echt hässlicher, trauriger Tod. Ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie einfach nur. Nein, ich kenne die echt nicht. Mir gar nicht vorstellen. Doch, die kommen mir bekannt vor. Oh, das war diesmal jetzt. Das war jetzt gerade krass. Ich bin da in einem durchgefahren. Also an der Problemstelle gerade. Aber Sebastian hat es geschafft. Er hat auch noch keine Chancen mehr ins Ziel zu kommen. Oh, schade. Ein Punkt! Was war das gerade von Sebastian? Ich dachte gerade erst, mein Motorrad geht nicht an. Rennen 6 von 7, der Schrottplatz. Oder auch, wie wir es nennen, dein Zuhause. Fick dich! Das sieht aus wie dein Zuhause. Guck's doch mal an. Oha, was ist denn hier los? Ich brenne! Ey, mein Controller hängt voll auf. Sollen wir nicht einfach mal kurz unseren guten Freund den Erik grüßen? Weil der wollte doch, dass wir so eine bestimmte Map spielen. Ja. Aber wir haben die bisher nicht gefunden. Hallo Erik. Ich hab keine Ahnung, wie ich die suchen soll. Ich bin ja derjenige, der die Maps immer runterlädt. Hab da nichts gefunden. Also wenn du hier Tipps hast, wie ich die finde, dann schreib's in die Kommentare einfach. Ja, Boom! Wen erster? Oh, Tim, du nervst, ey. Es ist auch langweilig. Es ist auch wirklich so. Auch für mich ist das hier jetzt Hardcore, weil normalerweise würde ich jetzt was tun, was mich herausfordert. Fernsehen gucken oder spazieren gehen. Stattdessen muss ich mit euch spielen. Ey, du nervst, halt ernst. Es macht gar keinen Spaß mehr mit dir. Dabei spiele ich das gar nicht so. Ich spiele es nur mit euch. Ja, ja. Oh mein Gott. Was du deiner Freizeit machst. Und ich bin Platz 7 bei dem Freestyle aus dem Technikparcours. Das können wir mal erzählen. Platz 7 von der Welt. Da, wo man die ganzen Salpis machen. Guck mal, da gehörst du hin in die Klapse. Hast du gesehen? Ja. Ich meine ja nur. Viel Spaß auf der Strecke. Oh. Boah, Leute, ey. Ja, geht doch.
Schön, dass Tim Schüler weiter ist. Ja, was sonst? Er ist immer weiter. Er kann ja nichts anderes außer weiterkommen. Es ist immer das Gleiche. Es macht keinen Spaß mehr. Gleich zieht die Zeit runter. Und dann steht der DNF, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Scheiße, Leute. Tut mir so leid. Ey, du elender Wichser! Ich schwör's, ich hasse dich! Ich hasse dich, Tim! Ich hasse dich! Nein! Ich bin der König der Welt! Ich dreh durch! Ich schwitze! Ich schwitze so sehr wie noch nie! Ich dreh dich durch! Gott! Ja, aber hey, ich bin Zweite! Vernichten, wa? Weil 7 Rennen mit 69 Punkten gewonnen. Halt die Klappe. Ja, hören wir auch aber schon. Aber hey, Teacher ist Zweite. Yeah. Ich würde sagen, es reicht, Leute, ne? War jetzt cool, dass du einmal dabei warst. Was? Dass man nicht gesehen hat. Ach so. Ich muss jetzt hier auch raus in den Puff, es stinkt nämlich echt. Fick dich. Oh, ich stinke. Oh, ich schwitze, Alter. Gut. Hatice, möchtest du Tschüss sagen? Weil, oh, nee. Ich schaff's nicht mehr. Oh, fick dich. Naja, vielen normaler Dank. Normaler Schweiß ist ja schon schlimm, aber von einem Türken. Du bist so ein ekelhafter Junge. Ich dachte jetzt eher so rassistisch, aber ist in Ordnung. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin nicht rassistisch übrigens. Ja, klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei einem anderen Let's Play oder Sebastian. Wir sehen uns bei einer nächsten Schweißstunde. Ich muss sagen, bei der nächsten Folge, Sebastian. Naja, vielen Dank und macht's gut und. Ich weiß, wir nennen die Folge eine Schwitzstunde mit Nils oder eine Schweißstunde. Nils, Hatice. Ich verwechsel. Sehe ich aus wie Nils? Auf eine gewisse Art und Weise fehlt da oh, nicht mehr so viel. Nein! Ich bin doch nicht Nils! Also eine Schweißstunde mit Nils, Hatice, mein Gott. Boah! Na gut, ich sollte ja nicht dauernd trinken, ne? Aber wenn ich nicht trinke, gewinne ich nicht. Also, macht's gut! Und bis dahin!